Das Bittgebet Qunut al-Witr. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. O Allah, leite mich zu denen, die du recht geleitet hast. Bewahre mich mit denjenigen, denen du vergeben hast. Nehme mich in deine Obhut mit denen, die du in deine Obhut genommen hast, und segne mich in dem, was du gegeben hast. Schütze mich vor dem Übel dessen, was du vorbestimmt hast, denn du bestimmst und niemand bestimmt über dich. Denn derjenige, den du in Schutz nimmst, wird nicht erniedrigt, und niemand, den du zum Feind nimmst, wird mächtig sein. Segensreich bist du, unser Herr und Erhaben. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. O Allah, ich nehme Zuflucht bei deiner Zufriedenheit, vor deinem Zorn, bei deiner Vergebung, vor deiner Strafe, und ich suche Zuflucht bei dir, vor dir. Ich kann dein Lob nicht aufzählen, du bist, wie du dich selbst gelobt hast. Allahumma iyyaka na'budu, wa laka nusalli wa nasjud, wa ilayka nas'a wa nahfid, narju rahmataka wa nakhsha 'adhabak. إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. O Allah, dir allein dienen wir, zu dir beten wir und vor dir werfen wir uns nieder. Und zu dir eilen wir und dir dienen wir. Wir erhoffen deine Barmherzigkeit und fürchten deine Strafe. Wahrlich, deine Strafe wird die Glaubensverweigerer einholen. O Allah, dich allein flehen wir um Hilfe und Vergebung an. Wir loben dich mit allem Guten, verweigern dir nicht den Glauben, glauben an dich, unterwerfen uns dir und entfernen uns von jenen, die den Glauben an dich verweigern.